Kein Structure Deck, kein Auswahlpack, kein Bonuspack, kein Bundle, kein Geheimpack. Nur Legacy Packs und ein Master Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master Packs. Das ist die Masochist Challenge. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Masochist Challenge. Und heute dachte ich beim Wetter, es regnet ein bisschen. Ah, da gibt's doch nichts besser als eine Runde Yu-Gi-Oh! Obwohl ich zugeben muss, naja, ne? Ja, vielleicht nicht in der Masochist Challenge. So, zunächst einmal, falls bei euch es heute nicht regnet, geht mal raus, eine Runde spazieren gehen. Tut immer gut, weil man sitzt doch viel zu lange hier eigentlich immer, ne? Aber es gibt viele Sachen, die wir erstmal besprechen müssen, bevor wir hier direkt rein ins Rank gehen können. Sache Nummer 1. Ich habe gefragt, woher ich diese dummen Tickets habe. Ich habe nämlich hier 26 Tickets. Und die Frage, war es klar, wo kam das her? Ja, Leute, ich habe den Code aktiviert, also den Folgecode. Und dadurch bekomme ich automatisch 30 Legacy Packs. Und das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem, denn wir müssen jetzt abchecken. Wir haben 5 bereits gesammelt. Ich habe das Ganze aufgeschrieben, also 5 Stück haben wir hier gesammelt. Das heißt, wenn wir weitere 5 kriegen, erst dann dürfen wir wieder neue öffnen. Ich würde sagen, dass wir vielleicht trotzdem das in 10er Schritten machen. Also müssen wir nochmal gucken, ob wir, also ich glaube nicht, dass wir so viel kriegen jetzt hier in den nächsten Folgen. Aber falls ja, ob wir es halt machen, wenn wir die 10 zu haben. Also quasi das erste neue Pack sind 10 neue Packs, weil man kann hier leider in der Auswahl, möchte ich hier weiterfahren, kann man halt eben leider nur 10 Stück nehmen. Von daher muss man halt 10 nehmen. Oder wir warten, bis die 10, die wir geöffnet haben, voll sind und dann nochmal 10 voll sind. Das heißt, dann wären wir natürlich hier am strengsten dabei. Man muss gucken, wie gut wir vorankommen. Apropos vorankommen, wir sind letztes Mal ziemlich gut vorangekommen, muss ich sagen. Wir haben es geschafft, Silber zu hitten. Aber da ist ein Riesenproblem in der Sache. Denn natürlich, Leute, das ist komplett falscher Banner, den ich gedrückt habe hier. Denn man darf nicht vergessen, die Season ist natürlich irgendwann vorbei. Das bedeutet, genau, nämlich hier, ne, los geht's. Season 34 hat begonnen. Ja. Problem, ne? Wir sind nicht mehr Silber, wir sind wieder Bronze. Das kann man jetzt als Problem sehen, aber auch als Chance. Denn natürlich spielen wir jetzt auch wieder automatisch gegen Anfänger oder schlechtere Spieler, was gut ist für uns mit unserem Deck. Aber Problem ist, das Ziel zu erreichen, also irgendwie ein hohes Rank zu erreichen, ist ziemlich schwer. Und ich habe auch in den Kommentaren etwas gelesen und rumgestöbert. Und da ging es natürlich darum, bis welchen Rang ich spiele. Ich habe das ja ein bisschen offen gelassen. Und ich habe gehört, Platin ist durchaus gut möglich. Ich meine, wir waren schon bei Silber, ne? Sind nur noch 2 Ränge. Na gut, das wird trotzdem schwer. Aber Platin ist durchaus möglich natürlich. Das ist ein bisschen grindy. Diamant hingegen ist sehr, sehr schwer. Und Master ist faktisch unmöglich. Ich glaube, da müssen wir dann hier wirklich eine 10-Jahres-Challenge draus machen. Das wollen wir natürlich erstmal nicht machen. Also erstmal, grobes Ziel ist jetzt hier Platin. Aber man muss natürlich auch sehen, dann halt eben mit der Season. Denn wie gesagt, ne, wichtig ist, wenn Season Beginn ist, also neuer Season Beginn, müssen wir natürlich auch ballern. Ne? Also wir müssen da reinballern. Wir müssen wirklich dann zu Beginn des Monats direkt hochgehen. Also noch ist unser Deck so schlecht, wir haben das gar nicht nötig. da brauchen wir auch nicht auf die Season achten. Dann sind wir halt Silber, sind wir halt Bronze, ist auch egal. Unser Deck ist halt wirklich so schlecht. Da geht noch gar nichts. Aber falls wir mal ein Deck haben, was etwas solide ist, müssen wir eventuell mal ein bisschen die Monate im Auge behalten, beziehungsweise Season im Auge behalten. Und jetzt haben wir so lange gequatscht. Leute, ich habe gar nicht mehr angeguckt, welches Deck existiert. Aber rein da. Wir wollen sehen. Guck mal, wir steigen wieder Rang auf. Wir sind einfach wieder die besten Spieler der Welt hier. Dürfen nicht aussuchen. Sehr gut. Fang du mal bitte an. Sehr gut. Nein! Nein! Das ist schlecht. Egal. Wir fangen an. Und was man noch erwähnen muss. Ja, Leute. Tempai Dragon ist im Tod. Wenn wir Pech haben, hier Leute sich Accounts gemacht. Oha! Ach nee, Hexer. Shit. Ich dachte gerade, wir haben direkt hier eine Combo. Was war das denn? Bietet 2 Monster von deiner Spielfeld. Ah, wir können Dino holen. Genau. 2 Monster von deiner Hand und oder Spielfeld ruht dann darunter ein Dinosauriermonster. Ja, wir brauchen Dinosauriermonster. Haben wir nicht. Ja, es ist, wie es ist, ne? Wir fangen an mit... Achso, die sind gleich stark. Ja gut, 1,8. Ja, wir fangen an mit... Warum wollte ich die nochmal spielen? Da kannte ich einen Effekt. Also sogar vom Friedhof. Das ist ja richtig schlecht. Wir fangen aber an mit hier Set. Pass. Das heißt, Tempeldrachen ist in the Hood und es gibt einige, die sich immer einen neuen Account machen, wenn ein neues Deck da ist, wie zum Beispiel Tempeldrache und dann eben sich einen neuen Account mit genau diesem Deck machen.
Ey, meine Laune, also das war der erste. Direkt gejinxt, ey. Oh nein, ey. Ja, okay, also Leute, ihr seht's. Leute machen sich neue Accounts, eben um Deck zu holen, weil sie auf ihren Main-Accounts halt keine Edelsteine haben. Ich glaube, das wird Macht. Nein! Don't! Es kann nicht sein, dass jetzt alle Tempel spielen. Oh, ich muss markieren, wie oft ich verliere, so, sonst haben wir ja gar keinen Counter. Oha! Oha, wir haben sogar hier. Wir haben keinen Counter. Oha, kein Kampfzerstörung und Reptil. Da ist natürlich alles wack hier, aber wir könnten jetzt so machen. So machen. So machen. Also, wir dürften 10 Karten ziehen oder so, aber gegen Temper. Ja, wir verlieren diesen Zug nicht, aber was sollen wir gegen Temper machen? Das kann ja nicht sein, dass jetzt alle Temper spielen. Wir spielen Bronze. Ich meine, ja, ne? Leute machen sich einen neuen Account und spielen Temper. Aber es geht ja wohl auch noch Anfänger hier, oder? 15 extra Deckkarten, das ist immer schon ein schlechtes Zeichen. Oi. Er überlegt. Wie kann man jetzt so lange überlegen? Also, ich meine, er kriegt gerade gegen sich gar nichts, ne? Also, hier liegt ja nichts. Okay, er spielt Rika. Ja, gegen Rika haben wir genauso verloren. Das ist halt komplett vorbei. Schön! Wer hätte die Kombo nicht richtig gemacht? Aber Leute, wir wollen hier keine Zeit verschwenden. Wir wollen hier direkt den Spirit. Wir wollen hier wirkliche Duelle. Wir wollen Set-Set-Pass. Angriff, Tribut sammeln. Das wollen wir sehen hier. Und nicht Full-Kombo. Ey, es war der... Oha, wir dürfen mal anfangen. Das heißt, wir dürfen nochmal als zweites gehen. Ich finde es interessant, dass Rika nicht anfangen wollte. Also, warum nicht? Naja, war das gar kein Rika-Deck. Naja, egal. So, was haben wir denn hier? Oh, heulender Wind. Das heißt, wir haben Beatstick-Power. Dino ist auch gut. Ach, der Tribut. Ah, den spielen wir einfach nur wegen der Spell, ne? Naja, okay. 1-8er, wir haben 2-8 Beatstick. I mean, it's huge. Das ist schon krass. Plus der, während sage und schreibe, hä, es ist voll krank. Das sind 3100 Angriffspunkte. Also, 3100. Wir haben die Beatsticks der Beatsticks. Also der Galaxy-Hüllen. Ich hoffe, er spielt nicht Galaxy. I mean... Nein. Oder warte, die edit nur, ne? Warte. Kann der eine sich spezial beschwören? Also... Oh, er hat noch Galaxy-Soldier. Okay, warte. Wir geben noch nicht direkt auf. Na, von der Hand, das ist gut. Okay, wir dürfen jetzt ein Galaxy adden. So ein Cyber Infinity wäre jetzt natürlich... Oh. Okay, der Search, das ist natürlich auch unfair. Galaxy, auch sehr beliebtes Thema, ne? In der Community. Also ist sehr crazy. Falls du ein Photon und Galaxy... Ja, komm, der kommt sich ja zu Tode. Also das ist dann hier auch halt... Vielleicht nicht das, was wir wollten... Also, ich merke, ne, die letzten zwei Folgen waren ein bisschen Luck. Wir haben super duper Duelle gehabt. Wir haben da gewonnen. Wir haben ein bisschen verloren. Also, so eigentlich, wie man es sich wünscht auf der Elo. Ja, so wie es jetzt gerade läuft, wünscht man es sich natürlich nicht auf der Elo. Nämlich, dass man hier immer verliert. Ja, das ist aber das Schwierige halt in der Challenge. Rescue Rabbit ist Start. Übrigens, Leute, falls ihr aufgepasst habt, Rescue Rabbit. Da unten sitzt der kleine Fratz auch. Was haben wir hier? Boah, mhm. Drachenklaue war nicht schlecht, ne? 600. Zusätzlich kann es nicht durch keine Fähigkeit des Gegners zerstört werden. 600, das ist strong. Er passt! Oh mein Gott! Warte. Oh mein Gott, wir haben eine Chance. Wir haben sogar ein Floodgate links gezogen. Ja, dann rein da hier. Warte, was hat der nochmal? Reptilopferst. Oh nein. Oh, eigentlich wollen wir ihn hier rufen. Egal, ja, das machen wir dann. Wir gehen hier erstmal hier rein. Gehen in den Battleface. Er denkt sich doch, was für ein Müll. So, Battleface. Mainface 2. So, jetzt hier. Das ist Schneemann.
und Ketten verschwinden. Ketten verschwinden könnte wirklich krass kommen. Also Ketten verschwinden kann heftig werden. Ah, ne, ist der verbannet das oder die Monster mit 1000? Das verbannet den Gegner. Ah ja, genau. Also die könnte krass kommen. Sehr gut. Jetzt können wir den rufen, den dicken. Oh, Dinosaurier. Eigentlich wollen wir den beschwören, aber egal. Jetzt können wir den rufen. Beschwören. Ja. Öpfen wir den. Rufen den. Was? Wenn du gerade runter kannst, einen anderen bis zur Anzahl der Optimums mit Rufbeschwörung und Spezialbeschwörung. Aber hallo, wollen wir das? Oha. Krieg ich Beatsticks hier. Oha. Da ist noch Drachenklaue. Oha. Was geht hier ab? Oha! Fasotika! Wähler auf Nummer 1, das hält bis in den Spielzeug höher. Kann. Es können. Ja, nicht direkt angreifen, das ist ja Müll. Ja, das ist aber umso besser eigentlich. Ey, wenn er jetzt. Evilly Matcher, ne? Oh ja. Wir spielen hier nicht um Ghost drumherum. Sondern gehen wir ab. Kein. Okay, kein Evilly, das ist gut. Ich weiß nicht, was er spielt, aber ich nehme es. Ich nehme es komplett. Muss doch sagen, Flammflügelmann auf so ein Feld, das macht man nicht. Ja, genau, Flammflügelmann, nicht so. Komm, mach einfach Pass. Es würde dir niemand übel nehmen. Niemand würde dir es übel nehmen. Wir könnten gewinnen im Battle Phase. Kaiju. Oh, no, no, no. Man, Royal Kaiju. Boah, dieser Schneemann. Oh, es sieht hübsch aus. Oh no 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 jetzt rastet er komplett aus. Jetzt rastet er komplett aus. Jetzt. Okay. Er will sich noch mehr runterburnen. Also wir müssen nur in der Battle Phase jetzt hier irgendwie gewinnen, ne? Ja. Oha, der 3000. Okay, er kann zweimal angreifen. Das wäre egal. Die Battle... Nein, 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 war nicht sowas. Nein. Nein, nein, er kann Karten. Nein. Nein, der kommt und mich tot. Oh, der hat nur 1000. Den können wir wenigstens mit Kettendings machen. Ach so. Ja, er bounced den jetzt. Das ist doch komplett Müll, Alter. Das ist doch komplett Müll. Na, ah, unsere Drachenklaue. Ja, er kann das annullieren. Das ist natürlich cool. So, und jetzt können wir aber... Ja, es bringt halt nichts, ne? Es bringt halt nichts. Ah, dieser Kaiju. Ja. Das ist jetzt ein Problem, würde ich sagen. Ich meine... Leute! Wie viel ist das? 8000. Es ist lächerlich. Ja, warte, vielleicht kriegen wir Belohnung, weil wir Schaden gemacht haben oder so. Wir lassen das mal durch. Oh. Steam einfach. Ehemaliger Anfänger. Du hast 30 Duelle gemacht, das ist ja schön. Ach, gar nichts bekommen, ey. Boah, Händedruck, Alter. Dann! Der hat so schöne Kombos! Warum hat der ein Deck, was spielbar ist? Warum spielt er so mit uns? Hätte schon vorher was machen können. Guck mal hier. Anfänger jetzt hier. Hase, Hase. 995F358. Den Namen würde ich mir auch raussuchen, wenn ich einen neuen Account mache. Nein. Nein, du spielst nicht Tempai. Ich hätte die Challenge nicht machen sollen, während Tempai hier ins Spiel kommt. Das war, glaube ich, eine sehr schlechte Idee. Ja. Okay, 500 ausrüsten. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Wir brauchen mehr Dinosaurier. Wir haben verschiedene Dinosaurier schon. Wir brauchen eigentlich mehr Dinosaurier. Also wirklich brauchen wir mehr Dinosaurier.
Wir haben hier auch nur Müll drin, ne? Also das ist das Einzige, was wir aktiv beschwören können. Ja, Flammenflügel, man hier dann. Auch einfach, weil wir es können, ne? So, gehen wir, spielen wir jetzt? Spielen wir jetzt gegen Elend? Not gegen Elend hier? Wir spielen gegen Goki. Ey, der spielt auch dann eine halbe Stunde mit sich selber. Wait. Noch ist nichts verloren. Okay, wir könnten den protecten. Lohnt sich aber eigentlich gar nicht, weil wir kein Tributmonster in der Hand haben. Und der geht jetzt auf sage, schreibe. Das ist jetzt schon ein mächtiges Ding. 3100. Also, den Attack würden wir durchlassen. Okay, er hat anscheinend auch kein gutes Deck. Warum aktiviert er Doppelbeschwörung? Egal. Nicht unser Problem. Set. Ja. Okay. Ich dachte, wir spielen gegen Full Goki. Aber das sieht nicht so aus. Ja, egal. Setkarten, Deckkarten. Wer braucht das alles schon? So. Battleface. Komm hin. Los. Ich mach erstmal minus 1. Und dann bist du dann. Ja, okay. Er greift jetzt an. Ja, das ist schön. Ja, wir lassen das alles durch. Das bringt ja nichts hier. Krass. Heftig. Du bist der Beste. Wir glauben alle an dich. Ich frage mich jetzt echt, was die Setkarten sind. Er fragt sich, was ich die ganze Zeit für Karten habe, die sich aktivieren können. So. Draw. 1-8. Das kann ein Exit werden. Wir haben aber nur den mit Licht und den mit Finsternis. Können wir also beide nicht rufen. Das ist natürlich wieder problematisch an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir kommen über den Dicken da nicht drüber. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach Lebenspunkte abziehen. Ich meine, ist ja egal. Ich meine, er hat ja bisher nur ein 3000er... Was? Ja, stark. Gute Leistung. Gefällt mir. Da haben wir eine Chance, würde ich sagen. Da haben wir eine Chance. Ja, das macht gar keinen Sinn. Chat? Chat vor allen Dingen. Minus 1. Aber wenn er zwei Monster gezogen hat, nicht. Das war ja wirklich ein guter Zug, das nix zu spielen. Das war die beste Idee, nichts zu machen. Der drückt doch nur Knöpfe, oder? Ja, stark. Warum hat er 15 Extra-Deck-Karten? Er spielt, als hätte er ein Extra-Deck von 3. Ja, ich schnupper da auch, Hase, ne? Da rieche ich auch hier. Komische Sachen. Ja. Ist schon schwer zu überlegen, ob wir das Monster auch noch... Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Holla, lieber Altfee. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott, er hat sogar... Warte, Normal Summon hat er nicht mehr, ne? Nee. Hahaha. Wir haben 1-8er. Das heißt, wir müssen über 2-4 kommen. Das ist 500. Monster, die den Gegner können nicht die Kampfversion nicht ändern. Okay, warte. Das wäre 2-3. Leider ist er gerade... Was? Okay. Okay. Also noch können wir das nicht outen, ATK-technisch. Hä? Warte, habe ich das richtig gelesen? Er zerstört den, ruft den anderen? Also 2-3 können wir erreichen. Mit der können wir sogar protecten. Du hältst in den Spiel zu keinen Kampfstand. Zusätzlich können deine Monster nicht durch Kampf zerstört werden. Er darf searchen. So what? Okay, warte. Das könnte voll der Five-Head-Move werden. Also, ja, also das ist auch ganz wildes Goki-Deck. Guck mal, er greift direkt an. Dann spielen wir den aus, rüsten aus. Dann, wir machen mal auf, er braucht jetzt ja nicht die ganze Zeit fragen. Dann greift er ja 100% mit seinen 2-3er, mein 2-3er an. Dann machen wir sie Schutz. Seiner geht drauf. Und dann hat er mal schon was verloren, würde ich sagen. Oder wir ziehen noch ein Tributmonster. Das wäre natürlich noch mal besser. Draw. Okay, ziehen wir nicht. Ah, der ist sogar stärker. Oh, der wird aber zerstört, wenn er angegriffen wird. Das ist natürlich jetzt schwierig. Er hat 1-3. Ich glaube, wir machen
Den machen wir gleich. Wir beschwören den. Anders. Rüsten ihn damit aus. Ah, das wäre geil, ein Gegner. So. Und dann gehen wir unseren Zug ab. Ich meine, wenn er wirklich ein Anfänger ist, und scheint mir so ein bisschen so, dann wird diese Situation ihn jetzt überfordern, weil er müsste einen Doppelkill machen. Kann man natürlich durchaus machen, ne? Also nicht, dass es jetzt schlimm wäre. Aber dann kommt halt das. Plötzlich können deine Monster in dieser Spielzeit nicht den Kampf zuschütteln. Das ist gut. Ja, genau so. Nein, mach jetzt keiner Link. Ah ja, wehe, du machst Link. Wehe, du spielst gut. Wehe. So nicht hier. So nicht. Okay, Goki. Ja, soweit so gut. Jetzt Battleface. Guck mal, ich meine, das ist fast Game. Ja! Kein Link. Link braucht kein Mensch. Kein Link. Battleface, komm, lohnt sich doch. Es lohnt sich doch, oder? Bin ich auch voll der Überzeugung. Guck mal, das sind einfach 3-6 Schaden. Dann bin ich schon fast Game Over. Und ich sieht nicht so aus, als würde ich ein krankes Deck spielen. Wer mit Sternen guckenden Star anfängt und dann Verschlingungs auch normal beschwört, der hat nicht das beste Deck. Komm. Battleface. Ach so, und natürlich Schwerkraft-Axt spielt. Also, keine Ahnung. Wenn ich gegen so einen spiele, weiß ich, okay. Okay, er legt seinen Starken weg. Ich weiß gar nicht, kann Goki Dingsterbumster hier... Ah, er kann einfach jeden Spezial beschwören. Das ist halt busted. Ja, ich glaube, mein Plan mit irgendwie 2-3 auf 2-3 klappt nicht ganz. Ich meine, das ist erstmal egal. Das ist auch egal. Nein. Bitte hol dir nicht... Also... Ja, er holt nicht Rematch! Das ist heißer Rematch, ne? Revenge-Kampf. Oh, er holt nicht Rematch. Ich hab das stärkste Monster auf dem Feld. Warte, wie viele ATK hat er denn sich geaddet hat? Auch 2-3! Falls du den Goki kontrollierst... Ja, egal. Hat er nochmal Beschwörung? Nein, er hat keine nochmal Beschwörung. Also, er spielt auch wirklich... Da wäre ja Angreifen wirklich besser gewesen! Ja, aber immerhin mal eine Link-Beschwörung gemacht, ne? Muss man ja auch so sehen, ne? Hauptsache mal eine Link-Beschwörung gemacht. Man muss immer die positive Dinge sehen. Alter. Also. Es könnte ein potenzieller Win werden. Wir brauchen noch irgendwie Tributmonster. Der ist natürlich stark. Okay, mach minus 1, weil der darf nicht mehr searchen. Der Super X. Boah, Goki, ey, ne, weil es Goki-Meter war, Alter. Das waren Zeiten, Leute. Ihr beschwert euch über Tempai oder Schlangenauge oder Jubel. Alter, Goki-Meter. Oh, mit Isolde. Was war das denn? Okay, Codebreaker. Okay, der macht keinen Doppelkill. Während der Endfeld, während er in den Friedhof befindet, weil sie in diesem Spiel durch eine Karte des Gegners zerstört wurde. Okay. Ja, okay. Codebreaker ist wenigstens stark. Battlefacer, okay, das ist vollkommen fein. Angriff. Wird er stärker? Weiß ich halt nicht, aber wir machen es halt trotzdem, ne? Also wir verlieren ja nicht unseren. Haben den Reptil weg hier. Bumm. Bye bye. Also ich meine, am Ende ist genau das passiert, was ich wollte. Aber über ganz verschiedene Umwege. Jetzt kommt er leider wieder, ne? Ist das once per turn? Ne, ja, verbannt das Spielfeld, okay. Das heißt, wir könnten ihn jetzt platt machen. Ah, shit, 1-7. Das ist nicht ein Problem, den können wir nicht in Death drehen. Ja, müssen wir ja einfach reingehen, ne? Also wir können ihn jetzt nicht hier lassen. Teuflische Kette? Auf ihn? Okay. Ich kann ihn nicht angreifen, ne? Doch, kann ich, hä? Er dachte, er wird nicht verbannt? Kann das sein? So, das Problem ist, er hat jetzt wieder 2 Beatsticks. Also, er ist wieder on the top. Boah, es wird nicht einfach, das Duell, Leute. Ich sag's, wie es ist, du.
Er floatet sich auch zu blöde, ne? Also ich meine, ja gut, er hat schon viel gefloatet. Hummingbird. Gefällt mir. Nehme ich mit. Kein Problem. Kein Problem. Kannst du mal links für jeden in deiner Hand deines Gegens halten. Ja, gibt ja 1000. Das ist doch schön. Da kannst du mir erzählen. Was spielt er für ein Deck, bitte? Also er spielt ja keine Challenge. So, die Karten sind viel zu gut für die Challenge. Hä? Battleface? Ja, ich greif an. Juhu! Hä? Jetzt denkt der triggert was, oder wie? Hä? Das wären schon 3-6 Schaden, ne? Das Problem ist halt, dass wenn er ihn angreift, dann auch zerstört wird. Aber naja. Oh mein Gott, warte. Nee, es reicht nicht, ne? Verdammt, ey. Verdammt. Ah, es reicht nicht. Wir können erst nächsten Zug das machen. So, nächsten Zug sieht's natürlich für ihn schlecht aus. Ey, man, die 1000 Mann jetzt einen Unterschied, die er bekommen hat, ne? Ist eigentlich Finsternis? Ja, ist Feuer, okay. Als Varian searchbar. Verstärkung für die Emi müssen wir kriegen. So, er hat 2 Gookies in der Hand. Sind sogar schlecht für mich, dass er die hat. Er kann 2 Dreier beschwören. Obwohl, das wäre gar nicht schlimm. Warte, 2 Dreier hat wie viel Defense? 0! Grand Mull! Hä, das ist ein Free Win. Hä, hey, schenkt mir ja den Win hier. Das reicht. Nächsten Zug ist Game. Battleface? Ja, greif halt den an, dann ist er sogar tot. Oh nein, das wäre sogar gut. Nein! Das ist sogar gut für ihn, fällt mir gerade auf. Verdammt! Ja, mach halt Effekt. Oh nein. Ja, der Boxer hat einen sehr großen Nachteil, würde ich behaupten. Okay, das ist nur ATK-Boost. Wir könnten faktisch doch das mit heulendem Wind machen. Weil er kein... Na, er hat Grand Mull, ne? Nee, aber Grand Mull ist ja dann Game für uns. Ja, machen wir das doch. Wenn er einen Goki beschwört, dann kann er nicht drüber rennen, weil 2-6 schafft er ja nicht. Und Grand Mull kann er gerne angreifen. Dann können wir nächstens einfach Monster beschwören. Müsste faktisch gesehen vielleicht der Win sein. Wäre natürlich krass, ja? Er darf jetzt keine gute Spell oder so ziehen. Also Grand Mull wäre ja vollkommen fein für uns. Nein, jetzt mach schon. Das ist ein Problem jetzt. Okay, das steht Grand Mull. Das ist erstmal nicht so wild. Also, natürlich ist das auf Dauer ein Riesenproblem, weil er das einfach nicht jeden Zug machen kann. Wir brauchen irgendwie eine Doppelbeschwörung und wir können kaum Spezial beschwören. Das ist ein Riesenproblem mit unserem Deck natürlich. Er hat die 2 Gokis noch in der Hand. Ich finde es aber interessant, dass er sich nicht für die Gokis entscheidet aktiv. Oh, wenn er mal so ein kontrolliertes Ziel für einen Angriff gewählt wird, seine Attacke werden zu dem des Angreifenden. Ja, okay, also wir könnten hier jetzt dann 900, das ist ja auch. Ja, wir rennen da jetzt einfach rein. Er wird ja bouncen jetzt. Ah, ja. Oh, das erinnert mich an auch alte Zeiten. Grand Mull ist mit Monster-Nachteil halt ein Riesenproblem, ne? Weil streng genommen habe ich ja verloren jetzt so automatisch, weil es immer 900 Angriffspunkte sind, die ich halt verliere jetzt. Also ihr könnt jetzt einfach weiterspielen und immer normal zusammen mit Grand Mull. Er würde damit gewinnen. Aber wir haben ja diverse Karten, die uns auch Spezialbeschwörungen erlauben. Wir brauchen dafür nur ein Dinosaur. Okay, er fängt an zu spielen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist noch besser für uns. Ja, er weiß, dass ich den habe. Das sind 200 Schaden. Aber der ist ja Game. Hö? Z-Nix. Ja! Jo! Let's go! Mir ist shit egal, was mein Gegner macht. Hauptsache ich gewinne. So, Überfallraptor. Ja, egal. Oh mein Gott. Ich kann ja hier Combo fast. Nee, ja, nichts mit Effekten. Battleface. Bam! Final Attack! Boom! Ah, oh, yippie! Ah, die Challenge macht doch Spaß. So, und ein Win. Ein Win und 4 Niederlagen. Das ist doch fair. So, aufpassen, wie viele Legacy-Packs wir kriegen.
Wie viele Legacy Packs kriegen wir? So, kriegen wir? Ah ja, wir kriegen erstmal Rank Up hier natürlich. Weil wir so gut sind. So, Edelsteine und. Ja. Ah, kein Legacy Pack. Ärgerlich. Egal, jetzt aber, wie immer, Leute, Master Pack Time! Das ist geil. So, Shop. Hier richtig geile Sachen gerade zu holen. Aber wir wollen. Packs. Wir gehen hier in das schlechteste Pack sozusagen, wo man nicht weiß, was man kriegt. Und das ist der Sinn der Sache. Kaufen! Super Rare. Nehmen wir? Nehmen wir. Nehmen wir? Nehmen wir. Komm, 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 komm. Super Rare, okay. Okay, ein Super Rare. Wir machen Stück für Stück. Oh, was ist das? Geht nicht. Ist wieder Themenkarte. Was haben wir hier? Oh, Super Rare. Atlantisch. Ja, geht nur mit anderen Nixon-Rüstung. Oh, Tribut! Das ist sehr gut! Das ist sehr gut! Photonen geht nur mit Photonen. Naja, geht nur mit Photonen. Also brauchen wir es nicht. Oh, was haben wir hier? Eier Profilzug. Du kannst 1000 Nixon zahlen und dann ein Monster den Gegner kontrolliert und ein anderes Vampirmonster, das du genutzt wählen, vertausche Kontrolle über die Monster. Ja, das ist unser einziger Zombie-Monster. Am Ende der Battle Phase, falls diese Karte ein oder mehr Monster durch Kanz zerstört, du kannst sie als Spezialbeschwörung von dem Friedhof in das Spielfeld. Der ist gut, den nehmen wir, den spielen wir. Oha, auch gut. Wir können wirklich langsam Tributbeschwörung machen. Falls diese Karte als Root für ein Tributbeschwörung wurde, du kannst dir die Hand deines Gegners ansehen, einige davon bis zur Endphase verbannen. Super gut. Oh, nee, der hat so viel Tribut. Falls ich die ganze Hand an Friedhof verwende, du kannst zwei. Nee. Okay, und die Super Rare? Ja, natürlich ist der Royal! Willst du mich verarschen? Ja, cool. Guck mal, ich hab den heiligen Drachen. Whee! Link 4. Ja, das wird so nix. Das wird so nix. Aber ey, wir haben zwei spielstarke Karten für unser Deck. Und das machen wir natürlich. Wir gehen rein, bauen unser Deck um. Und dann gehen wir direkt ins Rank rein. Allgemein, was ich mich frage, was ist eine gute Länge für eine Folge? Also ich weiß es nicht. Für einige, die sagen natürlich, oh, wir haben sogar drei gute Karten. Das ist super. Dann nehmen wir die raus, weil, ja, die hat schon eine große Downside, muss ich sagen. Die ist noch lustig. So, wir haben jetzt drei Monster hinzugefügt. Und jetzt müssen wir eigentlich mal hier wacke Monster rausnehmen. Den spielen wir wegen Dinosaurier. Den spielen wir einmal, weil Monster, ne? Dann können wir den auch rausnehmen. Ja, den können wir auch rausnehmen. Was haben wir den? Ich spiele auch einfach nur bei Monster, ne? Ja, dann können wir den auch rausnehmen. Speichern. So. Ist doch schön. Wird unser Deck doch direkt besser hier. Genau. Also, was für eine Länge gut ist. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Was hier für euch halt eine gute Länge wäre. Ich weiß nicht. 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten. Manche würden sagen, oh, eigentlich schon, ja. Aber ich meine jetzt so der große Schnitt, ne? Also, oh, wir dürfen aussuchen. Dann gehen wir als zweites. Also, müssen wir mal gucken. Lol, habt ihr gesehen? Ey, das ist ja lustig. Ja, der liebt das mit Fingern auf mich zu zeigen. Einmal hier mit seinem Dienstmädchen. Ich glaube, das ist Dragon Maid Dienstmädchen. Und hier sein Avatar. Guck mal, das hier mal an, Alter. Der tippt da sich auf der Stirn. Guck mal da. Bip. Schon lustig. Alter, direkt Combo. Wenn du gerne mal schauen, du kannst deine Hand aufnehmen. Kannst deine Hand. Achso, bringt also gar nichts. Okay, wir haben 2000er. Da will meine Maus schon wieder zum Zahnrad gehen. Ja, er spielt ja voll Speedroid. Da brauchen wir nicht weiterspielen. Wenn jetzt ein Link geht, habe ich verloren. Ja, die Hand war so schön, gerade mit ihm. Ja, okay. Ja, ich spiele Goblin Biker. Ich weiß, dass Goblin Biker. Ich weiß gar nicht, ob Goblin Biker alle Karten bekommen hat, aber. Ja, auch wenn Goblin Biker nicht das beste Deck ist, aber ja. Dass er überhaupt was kombon kann, ist schon ein Problem für uns. Ich gebe nicht rauf, ich gebe nicht auf, wir gehen rein, einfach rein da, rein da, rein da ins Duell. Wir steigen noch auf. Ey, Silber, easy. Also easy ist wirklich einfach, muss man sagen. Also man kann ja nicht gedownrankt werden. Also in Bronze, wenn du verlierst, ist egal. Wenn du gewinnst, steigst du auf. Also man kann ja Silber nur hitten. Ich weiß nicht, ich glaube bei Silber ist das nicht mehr so. Oder spätestens bei Gold, also da. Oh, haben wir eine Fee? Nein, natürlich nicht. Also wir spielen Feen, aber ziehen sie natürlich nicht. Oh. Ja. Willst du mich verarschen? Willst du mich? Horus, klar. Ganz einfach. Der Sarkophag wird ja nicht einfach Endgegner des Jahrhunderts für mich sein. Einfach Horus. Ja. Ohne Treten?
Also Horus, also da brauchen wir eh nicht spielen. Cool, so. Der Gegner möchte vielleicht als zweites gehen. Ne, okay. Ich meine, wenn der Chaos Max spielt, kann ja sein, dass er Blue Eyes spielt mit Chaos Max. Dann will man ja generell eher als zweites gehen. Aber werden wir dann sehen. So, was haben wir? Nette Hand. Wir haben auf jeden Fall Upgrade. 1,9er Beatstick. Also wenn der Gegner jetzt nichts Starkes ruft. Guck mal, das macht man aus Verschiedenosaurier, wenn man ein Deck hat. Er spielt Dinomorph hier. Ja, das ist genauso schlimm. Ja, ruf halt das dicke Ding. Keine Chance dagegen. So. Weiter geht's hier. Ja, ja, leider von leider nicht. Blablab. Ah, ich will noch eigentlich eins gewinnen. So, das wäre ganz schön. Das wäre wirklich schön aktuell. Also, ja, ich glaube, das ist das letzte Spiel dann für diese Folge. Komm, wir gewinnen jetzt einfach. Weil dann sind wir aktuell schon, wenn wir jetzt verlieren sollten, bei 30 Niederlagen und 4 Wins. Ist gar nicht so schlecht aktuell. Ich hätte gedacht, dass es mehr werden wird. Aber, naja, noch. Er spielt. Warte. Nein, 15. Haben wir einen Dino in der Hand? Wir haben Dino in der Hand! Shit, wir haben den guten Dino in der Hand. Das ist schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir kombo noch nicht. Wir Dino-Kombo nicht. Wir versuchen das erstmal ganz entspannt zu machen. Oh mein Gott, wir haben den anderen Dino auch noch gezogen. Wie schlecht das ist. Das ist schlecht. Ja, aber wenn wir keinen haben, können wir ihn von Handschutz her beschönen. Jetzt kommt Maxi, ey. Das wäre richtig wild. Okay, also er scheint kein... Also ich meine, er ist auf jeden Fall know-how-technisch auch weit überlegen. Wir spielen jetzt hier so Kritzeldinos. Jetzt denkt er, ich mache hier richtig Faxen. Und dabei geht es so weiter. Also wir könnten theoretisch noch mehr Spezialbeschwören, ne? Aber das lassen wir dann jetzt auch. Whee! Der Witz ist, ich will, dass der nicht zerstört wird. Whee! Alter, der Edelstein rasiert... Oh mein Gott, der Sound ist ja richtig unangenehm. So, dann darfst du. Ja, damit hätte er jetzt nicht gerechnet, ne? Er dachte, da kommt ein bisschen mehr Stuff rüber von mir. So, ich bitte, spiel auch irgendwas... Irgendwas nicht Gutes. Irgendwas nicht Gutes. Oder Brick weiter. Das ist auch vollkommen okay. Da habe ich gar kein Problem mit. Das sind nämlich... Dann ist nächste Runde Game. Wenn er passt, habe ich genug Power, um nächsten Zug zu gewinnen. Mit ihm hier. Er ist ja richtig stark. Dunkler Alligator. Haben wir eigentlich drei Köpfe, wenn er quasi nur zweimal angreift? Finde ich nicht fair. Okay. Das ist fair. Angriff? Puff. Das ist okay. Dann können wir den immer noch drüber beschwören, nächsten Zug. Ja, Battleface, okay. Das ist für uns erstmal okay, aber das ist nicht Game, oder? Doch, nee. Doch, mit Dino ist das Game. Wir könnten Game machen, vielleicht. Okay, sehr gut. Hat eigentlich noch einen Effekt? Weil sie schon durch einen Kampf zerstört wird und durch einen Kampf, wenn jetzt gehst du, wenn du lange in der Monsterzone des Besitzes liegt, du kannst eine Hand einer Reptilmonster von deinem Deck hinzufügen. Ah, die floatet sogar noch. Krass. Sogar ein Floating-Effekt. Ja, nice. Da haben wir ja riesig, riesig, riesig gute Karte. Oder Gegner Disconnect. Ey, den nehme ich ja auch, ne? Also, da bin ich mal heute nicht so. Ich nehme auch den Disconnect. Nein, nix Setten. Setten ist was für Anfänger. Setten muss nicht sein. Ja, das ist es. Überhaupt nicht das, was wir wollten. Egal, so, jetzt hier aber beschwören wir hier. Juhu. Yippie! Boom! Ey, das ist unsere krasseste Combo für den Deck, ne? Überleg mal, wir kriegen 4500 Angriffskraft aufs Feld. Nur durch Tributieren eines Reptilienmonsters. Das ist schon krass. So, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir im Deck haben. Aber ich aktiviere das jetzt. Warte. Biete zwei Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite. Okay, wir können auch von der Hand. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie den opfern müssen. Ja. Wir opfern den. Und... Ich darf den gar nicht. Und wir opfern den Schwächeren. Den. Lol.
Ja, das ist ja erwartet. Also ist ja genauso passiert, wie erwartet. Hä? Haben wir keinen anderen Dino mehr im Deck? Haben wir keinen anderen Dino mehr im Deck? Also ein Problem. Jetzt haben wir dann einfach Monster mit 0 liegen. Angriff. Ja, das ist ein Problem. Ey, ich sollte die Karte nochmal lesen. Ich dachte auch vom Deck. Deck. Haben wir einen Drachen im Deck? Ich glaube, das ist unser Drachen. Ja, let's go! Egal, mir ist shit egal, was er gespielt hat. So, gewonnen ist gewonnen. Win. Sehr schön. Das nehmen wir doch mit. Das nehmen wir doch mit. Rank up! Und so schnell geht es wieder Richtung Silber. Aber, ich möchte mal hier mein Deck... Ja, wir müssen eh Pack ziehen. Nein, ich habe nicht geguckt, ob wir... Nein, ich muss eine Aufnahme gucken. Ach doch, warte, wir können das ja sehen. Bei Shop. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht gesehen, ob wir ein Legacy Pack bekommen haben. 27, doch, haben wir. Das ist doch nice. So. Okay, wir nähern uns doch. Schön, das auch noch. So, und jetzt gehen wir hier rein. Wieder ein Master Pack. Ultra! Das können gute Karten sein. Ultra. Oh, ein Super Rare. Okay, wir fangen an. Oh, komplett Lotsus. Oh, komplett Lotsus. Oh, komplett. Halt! Wenn du ein Hexer, ne? Na, komplett Lotsus. Oh, 1-8. Gut! Wenn diese Karte ein Monster ins Gegner durch Kampf schon Friedhof legt, du kannst diese Karte zu gut anbieten. Beschwören Pflanzen mal speziell schon von deiner Hand oder deinem Deck. Du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen, fügen die ist super gut, nehmen wir. Wieder ein Exit-Monster, ein Synchro-Monster. Oh, der braucht kein Blackwing! Das ist top. Erste Synchro-Monster, das wir wahrscheinlich rufen können. Falls die Karte normal spezial schon beschworen wird, die nicht mittlere Main-Monster-Zone ist, zerstöre diese Karte. Okay, schlecht. Aber Spielzug, du kannst die Karte von einer nicht benachbarten Main-Monster. Okay, jedes Mal, wenn genau ein Monster als normal spezial beschworen wird, dann ist es beschworen wird. Wähle diese Karte in die benachbarte Main-Monster und nähe des Monsters des Gegners an. Dann zerstöre alle Monster in der Spalte. Die ist auch nicht schlecht. Okay, super rare. Schicksal Malicious, okay. Wir gucken, wo die Reise hingeht. Und Ultra. Inspektor Bodo! Ja, Flatgate einfach. Let's go! 2000er Beatnik mit Flatgate-Effekt. Ey, das macht unser Deck so viel stronger. Okay, nehmen wir. Deck. Oh, das ist ja richtig schön. Das ist ja richtig belohnend hier. So, hier, sofort rein. Inspektor Border, der und der. Der nämlich 2-2. So, wie viele Dinos haben wir jetzt hier im Deck? Wir haben nämlich... Warte, wie viele Dinos haben wir? Wir haben ein Dino, ja. Dino. Zweiter. Dritter. Vierter. Wir haben vier Dinos im Deck. Warte, und wir haben den geopfert. Sagt die gleich. Dessen ATK höher oder gleich der Summe der ATK, je nachdem, ob irgendwo ein Monster sind. Ah, wir haben den Dicken geopfert. Das sind halt 2000 Angriffspunkte. Ja, wir hätten halt so ein kleines Baby opfern müssen. Und dann noch ein anderes schwache Monster. Und dann hätten wir halt den 2000 rufen können. Okay, also die Strategie funktioniert immer noch, theoretisch mit dem Deck. So, was wir rausnehmen können, ist hier ganz klar der hier, der Dude. Was war da das Penner-Scale? Einfach schießt ganz viel von Lebenszahlen, dann auf einem Monster wenigstens den Gegner kontrolliert. Den müssen wir spielen, weil Scale. Scale-Effekt ist gut. So, jetzt müssen wir hier... Was ist er hier? Wenn diese Karte auf dem Spiel wird zerstört und Friedhof gelegt, dann kannst du sie als Spezial von Friedhof beschwören auf eine... Ja, das ist ja gar nicht mal schlecht. Oder? Falls diese... Achso, er reborns sich. Er ist ein Main Control. Oh Gott, das ist ja... Okay, wir müssen hier weg von dieser Defense gehen. Defense bringt uns nicht weiter. Der ist Krieger, der macht nichts. So, weg damit. So, was haben wir noch? Wir haben ja stark bekommen, Inspektor Border und 1-8er Beatstick. So, hier 1-4 Defense ist natürlich ultra strong. Wir wollten aber weggehen davon. Dann. Ah, die ist aber Licht. Die geht mit unserem Exit. Das ist halt problematisch. 1016. Der ist. Ah, der ist halt Tuner. Den behalten wir. Aber den könnten wir rauskicken. Der ist halt nur Dark. Funktioniert halt mit unserer Equip-Spell. Aber Inspektor Borders Licht. Okay, schade. Und diese Erde. Ja, egal.
Dark, wir haben die Dark, der ist Dark, der ist da. Ja, okay, wir haben genug Targets. Dann nehmen wir den auch raus. So, dann. Wir haben jetzt hier halt neue Tributmonster reingenommen. Den Dino haben wir ja nicht nur drin als Tributmonster, sondern auch einfach für die Spell. So, wir haben. Den finde ich auch immer richtig scheiße. Den nehmen wir auch raus. So, so langsam. Ja, der ist Fee. Wie viele Feen spielen wir? Achso, der ist auch Fee. Ja, dürfen wir das Rennen nicht kicken. Ja, wir spielen zwei Feen. Zwei Feen für Herold. Egal. Ey, ich meine, er ist Tuner, ne? Wir haben bald 15 extra Deckkarten, was auch sehr cool ist. Also unser Deck wird langsam, ne? Man kann sich nicht beschweren hier. Also klar, also wir haben so drei Card-Kombos immer. Aber, ey, Dunkler Alligator, beste Karte. Und es könnte wirklich sein, dass wir mit Inspector Border in Zukunft ja wirklich eine Chance haben gegen Leute. Vorhin ist nur einmal erlaubt, nehmen wir mit, Alter, perfekt. Dann, Leute, würde ich sagen, war's das für diese Folge. Die Folge geht wieder sehr, sehr, sehr lang. Aber wie gesagt, schreibt es einfach mal rein, was für euch die perfekte Länge ist. Ich freue mich, auch trotz der Niederlagen. Bisher macht es wirklich Spaß. Es ist manchmal ein bisschen deprimierend, safe. Aber es macht Spaß insgesamt. Also, Leute, ne, ich wünsche euch jetzt natürlich wie immer einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.